Und Jungs, wenn wir schon bei Emotes sind, ich habe tatsächlich mal die fucking Mühe gemacht und einen fucking Sub-Badge gemacht. Einen fucking Sub-Badge. Wir haben einen Sub-Badge. Boah. Ihr treue Abzeichen. Es ist tatsächlich der Rollstuhl-Emoji. Ja. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das gleiche Emote mit einem goldenen Hintergrund mache. Ab irgendwie 6 Monaten oder so. Dass wir halt 2 verschiedene haben. Für die Longtime-Subs. Aber ich war zu dumm, um das zu pixeln. Also habe ich es dann lieber gelassen. Nee, ich habe es versucht, tatsächlich mit Photoshop den Hintergrund gold zu pixeln. Das hat wenig geklappt. Jetzt habe ich den Tipp bekommen, dass ich mit Paint.net das Ganze machen soll. Habe ich Paint.net überhaupt auf dem PC? Eigentlich habe ich das, oder? Eigentlich sollte ich Paint.net haben, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Hat sich erledigt. Ich wollte euch fragen, kann jemand von euch pixeln? Man kriegt dann einen Gift-Sub, wenn er mir das Rollstuhl-Emote perfekt in Gold pixeln kann. Also so, dass es wirklich gut aussieht. Legit gut. Wo ist denn die Scheißdatei? Hier. Und wenn man hier reinzoomt, dann sieht man schon, es ist halt so mit Übergängen und so. Das kannst du jetzt nicht einfach Gold machen. Das sieht halt aber nicht gut aus. Wenn ich jetzt hier versuche mit dem Füllwerkzeug hier. Gott, was ist denn der Farbcode von Gold? Gold. Ich habe es tatsächlich gegoogelt. Ah ja, hier ist es. Wenn ich jetzt mit dem goldenen Bums hier rangehe und versuche, das jetzt hier Gold zu pixeln, dann sieht es ziemlich scheiße aus, okay? Also es geht sogar, glaube ich, wenn man runterskaliert, aber so, also so klappt schon mal nicht, ne? Oder so einzeln das wegzuradieren und so ein Scheiß, das klappt nicht. Kannst du Photoshop die Color generell ändern? Teach me, Senpai. Also in Photoshop bin ich jetzt nicht komplett wack, okay? Ich krieg schon einige Sachen mit Photoshop hin, was ich will. Aber Pixeln ist überhaupt nicht mein Ding, Digga. Bild, Korrekturen, Farbe ersetzen. Oh mein Gott! Jungs! Es geht! Holy shit! Junge, wieso wusste ich davon nichts? Hä, Bro, das ist ja mal insane. Gibt's Animated Sub-Badges? Ja, so ein LSD-Sub-Badge, wie geil wäre das denn? Wie findet man jetzt den perfekten Goldton? Das ist irgendwo hier, Chat, oder? Aber das sieht so ein bisschen mehr nach Dünnschiss aus, als nach Gold. Versuch doch jetzt mal mit dem Farbeimer. Oh mein Gott. Oh, du bist so ein Genie. Jetzt kann ich theoretisch hier, D4 AF37. Okay, die habe ich noch kopiert, nice. Dann kann ich das rastern. Also ich meine, es ist jetzt nicht perfekt, aber auf 72x72 Pixel, Jungs. Hier ist auch nochmal so ein abgelehnter Emote, den ich mal reinmachen wollte. So ein Minion-Arsch mit Thick drauf. Nice. War ein super Plan. Machen wir aber bis 6 Monaten, ne? Perfekt, oder? Nice, Jungs, dann haben wir tatsächlich heute was Produktives gemacht. Oh mein Gott, wir haben tatsächlich, wie lange ist Stream schon? Seit fast einer Stunde habe ich tatsächlich geschafft, ein Sub-Badge ab 6 Monaten reinzuknallen. Alter, das sieht echt schön aus. In meinem Dashboard habe ich tatsächlich hier das Neue. Ich meine, es sieht halt echt gut aus, ne? Junge, mein Kaffee ist jetzt kalt geworden, Alter. Boah, kalter Kaffee, Alter. Versteht nämlich nicht falsch, Chat. Eiskaffee, Baba. Aber wenn du heißen Kaffee machst, das abkühlen lässt, so mit... Nee, ich weiß es nicht. Das ist einfach nicht nice. Es ist halt aber ekelhaft. Jungs, ich wollte ein Video euch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr den Jungen kennt, aber der ist ein bisschen viral gegangen in letzter Zeit. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch der Name Filzer was sagt. Filzer ist ein Minecraft-Streamer. Ja, Streamer.
der Hardcore gespielt hat. So, bisher nichts besonders dran, aber er hat 5 Jahre lang gespielt und dann ist das hier passiert. Also, ich habe es jetzt mitbekommen, deswegen, ich würde es euch gerne zeigen. Ihr werdet schon sehen, warum ich es euch zeigen will, okay? Aber der Dude geht momentan viral. Wie was weiß ich was. Und zwar, das ist der Clip-Chat. Er spielt seit 5 Jahren Minecraft Hardcore, müsst ihr überlegen. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm fucking stupid. I'm fucking stupid. Oh, a baby zombie. 5 Jahre Minecraft Hardcore. Und zwar gebt euch mal einfach dieses Video, okay? Bro, ich finde das so insane, okay? Ich wollte das Video einfach mit euch unbedingt nochmal anschauen. Weil es einfach so insane ist. Also hier seht ihr am Anfang, wie er seine Welt erstellt, vor 5 Jahren, ne? Es wird noch krass, Chat, okay? Kennt ihr das schon? Bro, wenn du es schon kennst, dann weißt du, wie krass es noch wird. Ihr müsst jetzt dann. Ihr müsst jetzt aufpassen, was er jetzt gemacht hat. Weil jetzt kommen die krassen Sachen erst, okay? Was er in dieser Welt gemacht hat. I think we're good. Das sieht so sick aus. Göttlich. Kein Leben. Bro, kein Leben hin und her. Es ist halt einfach insane. So, das fand ich wirklich krass, Digga. Er hat mit Sand einfach einen kompletten Unterwassertempel bedeckt und dann mit Quarz den Unterwassertempel nachgebaut. Wie sick ist das bitte? Und da so eine komplette Sky-Insel terraformt. Bro! So viel Arbeit für einen alleine, das ist halt so insane. Das war kurz Monk HS. Dass er es alleine gebaut hat in Hardcore, das ist halt so insane. Allein dieses Cave-Dings, was er jetzt hier bauen wird. Jetzt kommt nochmal die Zusammenfassung, Alter.
so insane, nochmal hier dieser Recap, was er alles alleine in 5 Jahren gebaut hat. Insel, der ganz links oben, ne? Oder so ein Kreis, Alter. Ich bin dazu unfähig für sowas. Und dann müsst ihr überlegen, er stirbt nach 5 Jahren in einer Höhle. Durch eine Spinne. Und einen Mini-Zombie in Goldrüstung. Der Typ hatte, glaube ich, nicht mal 2000 Abonnenten. 82.000 Abonnenten. Das Video hat 3 Millionen Aufrufe mittlerweile. Der Typ hatte, glaube ich, irgendwie so 20 Viewer auf Twitch oder so. Ich habe gestern seinen Livestream geschaut, der hatte 800 Viewer. Hier auch dieser Clip, wie er stirbt, hat 1,4 Millionen Aufrufe. Hier, seine Best-of-Livestreams von einem Jahr oder so, 100 Aufrufe. Digga, das ist halt so insane und das ist halt einfach sofort weg, Alter. Also wirklich, wo ich das gestern geschaut habe, habe ich richtig wieder Bock bekommen auf Minecraft, dass ich irgendwas Heftiges baue. Aber ich kriege sowas alleine niemals hin, Digga. Ich hätte so Bock, irgendwie mit Leuten zusammenzubauen. Aber irgendwie will niemand mit mir auf dem Server spielen. Ich fühle mich da immer so schlecht. Aber irgendwann mache ich es noch, okay? Irgendwann baue ich noch was Krasses. Wirst du Hytale spielen? Ich weiß es nicht, Bro. Ich glaube, es gibt immer noch kein Datum, wann Hytale rauskommt, oder? Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Why not? Könnte ein cooles Game werden. Bro, ich wünschte auch, ich könnte bei Yasuro mitmachen. Von Unge, diesem einen Projekt, was er da jetzt geplant hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Video geschaut habt auf YouTube. Das habt ihr wahrscheinlich eh gesehen, deswegen reacte ich jetzt da mal nicht drauf, lul. Aber das sah schon hier heftig aus, was er da gezeigt hat im Video. Alleine wie er hier durch diese Welt fliegt, ne? Willkommen zu diesem Video. Hier, allein diese selber gebaute Welt. Und dann so Survival of the... Ja, es ist halt so Battle Royale mit... irgendwie gar keinen Regeln gefühlt. Ich glaube, es wäre halt richtig cooles Roleplay-Ding auch. Also, mich würde es übelst interessieren, wie. Also, ich werde es halt sowieso schauen, denke ich mal, das Projekt. Aber da reinzukommen, Digga, wahrscheinlich. Auch wenn Simon sagt, so, ja, egal wie viele Abonnenten man hat, man kann sich bewerben. Bro, es ist keine Chance, dass man da reinkommt. Niemals im Leben.